Ja, Luisa Crazy Forest. Ich wusste es doch. Okay, also besondere Aufmerksamkeit. Luisa Crazy Forest. Hallo Perky. Ich liebe dich und deine Videos so sehr. Ich gucke jeden Tag auf deinen Kanal, ob du ein neues Video online gestellt hast. Also ich bin ein sehr großer Fan von dir. Ich wollte dich mal fragen, ob du jetzt und hier im Video die Jokers Family und unsere Clubbesitzerin Ida Queen Nest herzlich grüßen könntest. Das würde mich sehr freuen. Liebe Grüße von Luisa Crazy Forest. PS, ja, es stimmt, was Julia Crazy Knight so über mich erzählt hat. XD. Bis zum nächsten Mal, wenn man sich mal wieder sieht. So cute. Dankeschön, Luisa. Und natürlich viele liebe Grüße von mir und der Luisa an die Jokers Family und natürlich die fleißige Clubbesitzerin, deren die Ida Queen ist. Sehr, sehr süß. Dankeschön, Luisa. Und man hört und liest sich. Daisy B-Side geht's weiter. Perky, Daisy kennt man ja auch schon. Hi Perky, sorry, mir ist LV und ich achte gerade nicht auf großen Kleinschreibungen. Ich wollte dir einfach mal sagen, wie toll du bist. Du bist nett. Du bist nicht eingebildet, das stimmt. Du bist immer freundlich. Ja, das meistens. Du bist immer gut gelaunt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du bist lustig. Ja, das sehen manche so ein bisschen. Da gehen die, ich versuch's. Du machst gute Witze. Ja, auch da. Manche Leute sagen ja schon so, Peggy, deine Witze sind so. Du machst gute Videos, das ist nett. Du bist einfach der Beste. Oh, vielen Dank. Liebe Grüße, Daisy. Daisy, das war wirklich sehr, sehr lieb. Ich danke dir vielmals und schön, dass du das so findest. Paula Shadowland, the next one. Hi, ich wollte mal Hallöchen sagen. Also Hallöchen. Ja, Paula, Hallöchen. Na, alles cool bei dir? Elsa Heiland schreibt. Hi, Peggy. Ich wollte nur mal Hallöchen sagen, wie Paula. Oh, what the fuck. Woher weiß sie das? Was sind das hier für Inception... Oh Gott, ich werde kontrolliert oder so, ich weiß nicht. Ja, dann auch, Hallöchen, Elsa. Ein bisschen Angst gerade, okay. Layla Skyblanket schreibt. Hi, Peggy. Ich finde dich richtig cool, witzig und was weiß ich. Wie und was weiß ich? Du machst super Videos, deshalb schaue ich frühs, mittags und abends in deinen Kanal, um nach Videos zu schauen. Ich finde sie sehr abwechslungsreich. Und empfehle es einfach jedem. Ah, vielen Dank, liebe Layla. Das ist super, super lieb von dir. Dankeschön. Ich weiß, wie du in Real heißt. Aber ich weiß nicht, ob du es willst, dass ich es hier reinschreibe. Ja, das kannst du ruhig hier reinschreiben. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand weiß, wie ich in echt heiße. Ich sage das ja auch ab und zu, oft genug. Und es steht ja auch auf YouTube in meiner Kanalinfo. Kann ja jeder nachlesen. Und tu das einfach mal nicht. Aber ist kein Problem, ihr könnt mich ruhig auch mit meinem echten Namen ansprechen. Ich mag dich sehr und verfolge dich schon lange. Du verfolgst mich? Wo? Nein, ich verstehe schon. Es war ein Spaß, ja. Es ist sehr lieb von dir. Kannst du mal ein bisschen öfter Happy Wheels Videos drehen? Ja. Könnte ich? Mache ich aber nicht, weil sonst wird es langweilig für euch. Es soll was Besonderes bleiben. Bei Happy Wheels ist es immer ganz schwierig. Weil ihr sagt jetzt alle, oh, Happy Wheels, das ist so geil, mach mehr, mach mehr. Oh, das ist so voll lustig, ich will das sehen. Und dann mache ich mehr und dann denkt ihr euch, ah ja, ist jetzt schon das dritte Happy Wheels diese Woche. Boah, jetzt langsam könnte mal wieder was anderes. Jetzt gehen ihm die Witze aus und irgendwie ist es nichts mehr Besonderes. Und das möchte ich nicht. Es soll witzig für euch bleiben und deswegen einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen gibt es Happy Wheels. Aber öfter als einmal die Woche nicht. Dankeschön, Layla. Sehr cooler Brief. Vielen lieben Dank. Sehr süß von dir. Dann geht es weiter mit Gwenny Lightning Cake. Gwendolyn Lightning Cake. Wann bist du mal online? Ich würde so gerne mal mitkommen. Bitte antworte. Jetzt. Ich bin jetzt online. Guck, ich schreibe hier mal. Jetzt. Ich bin jetzt online. Ah, jetzt wäre es natürlich krass gewesen, wenn der Postkasten von ihr voll gewesen wäre. Dann wäre ich total ausgerastet. Stacy Mastrode. Du Verräter. Oh. Nee, nur Spaß. Eine Frage. Was wirst du als nächstes Let's Playen? Ja. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch so ein paar, also so Pferdespiele kommen immer bei mir so nebenbei. Dann läuft noch nebenbei so ein bisschen GTA, Subnautica, ab und zu mal wieder The Forest. Ich habe mal gerade überlegt, ob ich meine alten Adventures mal wieder neu aufnehmen soll. Also ich habe ja auf meinem alten Kanal schon die, Edna bricht aus, Harveys neue Augen,
und diese ganzen Sachen aufgenommen. Da überlege ich gerade, ob ich das vielleicht nochmal neu aufnehmen soll. Ich würde es nämlich auch ganz gerne wieder spielen eigentlich. Da bin ich gerade am Überlegen, weil das richtig coole Spiele sind. Ich habe sie halt schon gespielt. Ansonsten gibt es momentan nicht so wirklich was Tolles, was sich so zum Spielen, also zum Durchzocken lohnt. Müssen wir mal schauen. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich mal spielen könnte, dann schreibt sie mir doch einfach. In meine Kommentare oder auf Facebook oder hier oder sonst wo. Da wäre ich sehr dankbar dafür, mal so zu wissen, auf was ihr so Bock habt. Ja, ganz genau. So, weiß nicht, was so mal interessant wäre für euch. Keine Ahnung, Leute. Da brauche ich schon ein bisschen so eure... Mal gucken, was da so lustig ist. Was ist denn... Das Peggy liest schneller. Was macht denn Myra? Beeil dich. Kacke. Peggy, los. Also beruhig dich. Boah, schnell. Was will sie denn? Myra, ich lösch keinen Freund. Da kannst du noch so stressen. Ja, ja. Spam! Mal schauen, was sie antwortet. Hab ich nicht gesagt. Hä, was hat Britney? Ja, bum, bum. Was geht's hier eigentlich? Guck mal, da gibt's es gibt eine Vorgeschichte. Da geht's los. Mandy. Hi, Peggy. Ich habe dich gestern auch gesehen. Peggy, lösch mal Freund. Peggy, na, wer will Horrorherde? Alter? Peggy noch da? Wenn sie schon Alter sagt. Alter, Peggy, lösch mal einen Freund. Alter. Er macht gerade seinen Post, Mara. Ja, genau. Layla hat aufgepasst. Melanie auch? Er liest Post, genau, Britney. Alter, Peggy, dann mach Post weg und lösch einen Freund, Alter. Sorry für die Ungeduld. Sorry, ihre Ungeduld von ihr. Myra, wieso so unhöflich? Ey, Miller, das darfst du doch gar nicht sagen. Das darfst du doch nicht sagen. Hörst, ja, lass ihn doch Post machen. Exi, zu ungeduldig. Ja, Peggy, los, beeil, wer will holen, nobody, Peggy ist schneller, beeil dich, Peggy, los, boah, schnell, bla bla, er hat etwas gesagt, wow, er hat etwas gesagt, wow, also ich wusste, dass er keine Freunde löscht, sowas ist einfach unhöflich, ihnen gegenüber, bla bla, das ist geil, dass ich dich treffe, aber egal, auch wenn ich dich nicht mit mir fürs Freunde bin, bleibe ich ein treuer Fan. Sorry für ihre Unhöflichkeit. Mella, hör auf jetzt. Danke, Britney und Melly. Ja. Die ist ganz schön frech, ne? Ganz schön frech, diese Gören heutzutage. Ist ja unglaublich. Was geht denn hier noch ab? Machen wir gleich mal weiter, oder? Nächste Postfolge, würde ich sagen. Gucken wir uns das nochmal an, was hier noch eher eskaliert. Das noch mit Myra, glaube ich, oder so. Irgendwie sowas. Ja, weiß schon. Wir sehen uns in der nächsten Postfolge. Bis dann. Tschüss.